Hallo Welt, da sind wir wieder, hier zusammen mit Sacrifice. Hallo Sacrifice. Hallo zusammen, hallo Richie. Ja, wo sind wir das letzte Mal stehen geblieben? Ich meine, wir wollten auf Schatzsuche gehen. Ich bin gerade am Verhungern und am Verdursten. Ich muss mal ganz kurz, du sagst, hier ist irgendwo eine Red-Kakerlake in der Nähe. Ja, rechts hinter dem Gebüsch da an dieser Tankstelle. Haltestelle? Ja. Ah, jetzt sehe ich auch irgendwas. Aber okay, du hast sie schon erwischt. Ich muss ganz schnell was trinken und was essen. Ich hoffe, ich habe da auch noch ein bisschen was. Ja, liebe Welt da draußen, wir haben ein bisschen was getestet gerade, um den Sound noch mal ein bisschen besser hinzubekommen. Ich hoffe, das geht jetzt auf der Aufnahme einigermaßen. Okay, ich habe aufbereitetes Wasser. Oh, die muss ich auch beide trinken. Oder nein, ich habe hier noch einfach einen Rußblumentee. Also ich hoffe, dass man dich jetzt auch ruckelfrei hört, Sacrifice. Ich hoffe es. Ich gönne mir gerade einen tollen Leguan am Spieß. Das ist ja nicht geschützt, oder? Das Tier. Leguan darf ich essen, oder? Ja. Also wenn du hast, dann kannst du natürlich auch Redhirsch essen, auch wenn das unser Kanalmaskottchen ist, aber... Ja, die Geschichte wolltest du übrigens noch erzählen. Die würde ich gerne noch hören. Ja, das ist eigentlich ganz schnell erklärt. In Folge 901 war das. Oh ja, Red Kakerlake. In Folge 901 dachten wir, oh, wie schön, ein Albino-Redhirsch. Können wir den streicheln? Und nein, die lassen sich nicht streicheln. Ich war sehr geschockt. Ich weiß nicht, ob da der Sound zu laut war oder was. Ich wäre aber fast vom Hocker gefallen. Ich habe mich... Oh, hast du die gar nicht geerntet? Doch, aber wir können die beide immer, glaube ich, suchen. Aha. Was ist denn da oben eigentlich für ein Lärm? Ich glaube, hier ist ein Event gestartet, aber wir waren drüben in einem Haus in der letzten Folge, wo es dann bei mir nicht weiterging. Ach ja, richtig, wir waren in dem Restaurant, da wollten wir uns auch noch ein paar Holotapes angucken und, glaube ich, eine Notiz hatten wir noch nicht gelesen. Ja. Dann, und wir suchen, glaube ich, noch einen Schatz auf einem Friedhof, oder? Hast du dir gemerkt, wo das war? Ja, rechtes Grab, über den Fluss, Lichtung und dann rechts irgendwie an der Lichtung. Wow, du hast auf jeden Fall ein besseres Gedächtnis als ich. Ja, oder? Ich habe heimlich reingeguckt in die letzte Folge nochmal. Oh, ja gut, das geht natürlich auch. Und mir Notizen gemacht. In die Kirche wolltest du auch gerne noch gehen. Da wollte ich später mal ganz gerne rein, ja. Wollen wir erst, was meinst du, was möchten wir machen? Erst. Wir können auch gerne in die Kirche gehen. Jetzt, wo wir schon da sind, da rennt gerade eine Unterwäsche aus der Kirche raus. Oha. Ja, wir können auch gerne erstmal in die Kirche gehen, wenn wir schon hier sind. Der hat wahrscheinlich, ja, der nicht, dass wir auch gleich nackt da rauslaufen. Ich hoffe nicht. Ja. Okay, ich folge dir. Oder Ladies first, oder soll ich vorgehen, lieber? Ja, hier kam gerade, genau, wir wollten ja eigentlich, Moment sagen, ich habe jetzt gerade vergessen, was wir sagen wollten. ich wurde hier gerade zugetextet von, ja, von einer Event-Nachricht. Ach so. Aber das Event hatten wir das letzte Mal schon gemacht, da müssen wir jetzt nicht unbedingt nochmal mitmachen, oder? Mit diesen Aufsehern, oder wollen wir das noch machen? Ich finde nicht unbedingt, nein. Aber ich glaube, wenn alle dorthin rennen, dann könnten wir einen wenigstens erschießen oder so ein bisschen mithelfen. Ich hatte das letztens im Singleplayer, dass ich trotzdem Punkte bekommen habe, obwohl ich da gar nichts gemacht habe. Ich habe mich da auch nur so in die Ecke gestellt und ja. Trotzdem habe ich da Punkte bekommen. Oh, der hat aber ein schickes Outfit an. Kann man leider nicht mitnehmen. Ah, Rest. Ja, hier ja. Liegt ganz viel zum Lesen auf dem Tisch. Möchtest du? Zu lesen auf dem Tisch, habe ich gar nicht gesehen. Das Drucker. Liegt links eine Memo und ja, der Computer wahrscheinlich auch. Memo. Responder, die Datenbank ist ab jetzt gesperrt. Solange sich die Lage nicht wieder Solange sich die Lage nicht wieder beruhigt, haben nur Freiwillige und Responder darauf Zugriff. Diese Vorsichtsmaßnahme ist nur vorübergehender Natur und tritt außer Kraft, sobald wir den Wiederaufbau unseres geliebten Landes fortsetzen können. Ich habe die Datenbank mit zusätzlichen Informationen zu Vorräten aktualisiert, damit wir nach unserer Rückkehr die Ressourcen an die verbleibenden Überlebenden verteilen können.
Delbert und Kescher wollen hierbleiben, um sich hier weiterhin um die Überlebenden zu kümmern. Dessa. Okay, ich nehm die mit, ja. Und was steht denn hier in der Ecke? Ist das deine Kiste? Nein. Versteck des Aufsehers. Aufseher Logbuch Flatwoods. Wollen gleichzeitig wir? Nehmen? Ja. Ja. Aufseher Logbuch Flatwoods. Mein Gott. Hier ist niemand mehr. Die alte Kneipe, die Kirche. Die Leute haben darin Schutz gesucht, aber jetzt sind sie fort. Mutationen hatten wir erwartet. Aber es gibt noch etwas anderes. Eine Krankheit. Ich wurde von etwas angegriffen, das... naja, mal ein Mensch war. Aber es hatte diese grün leuchtenden Läsionen. Und seine Stimme wütend, gequält. Wir sind eins. Eins was? Was auch immer hier passiert ist. Das hatten wir nicht erwartet. Und wir haben eine Menge erwartet. Bevor sie ausgelöscht wurden, nannten sich die Überlebenden Responder. Sieht aus, als hätte die Gruppe aus Feuerwehrleuten, Polizisten und Rettungskräften bestanden. Es gibt sogar ein automatisches System, das alles über das Aufbereiten von Wasser und Nahrungsmitteln sowie das Überleben lehrt. Ich muss mich an das Worttraining erinnern. Zuerst überleben. Ich lege ihre Tests ab und das sollten sie auch. Es tut mir leid. Ich weiß, dass es schlimmer ist, als wir gedacht hatten. Aber irgendjemand muss wissen, wo sich die Raketensilos befinden und wie man sie sichert. Die Responder sind unsere heißeste Spur. Wenn ich hier fertig bin, ziehe ich weiter. Suchen Sie nach meinen Logbüchern. Ich gehe voraus und zeichne alles auf, was ich finde. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Aufnahme. Ja. Genau. Ja, sehr interessant. Und wenn ich dazu kurz ein bisschen spoilern kann, dann kann ich das. Ja. Denn ich war in Morgantown im Singleplayer und die Geschichte, ja, die ist ziemlich weit verbreitet. Also auch in Morgantown habe ich davon gehört. Von da aus sind auch einige Leute hierher gestartet nach Flatwoods. Und da hat man auch schon über Delbert und so weiter gehört und über die Responder und wie das Ganze hier aufgebaut wurde. Sehr interessant. Hier oben liegt noch was. Aufklärung im Bergwerk am Gauli. Dazu ganz kurz, auch da war ich schon im Singleplayer, ziemlich am Anfang schon. Darf ich lesen? Ja, darfst du. Jeff, ich hoffe, dass in Flatwoods alles gut läuft. Ich hatte da eine Idee, von der ich dir erzählen wollte. Falls wir das Personal entbehren können, würde ich gerne ein Team in das Bergwerk am Gauli schicken. Dort wurde in den Tagen vor dem Krieg noch gesprengt und vielleicht gibt es dort noch Dynamit. Das könnten wir jedenfalls gut gebrauchen. Ich weiß, dass du hast mit deinem Freiwilligenprogramm viel zu tun, also überlasse ich die Entscheidung dir, Mariah. Maria, und da liegt noch... Das ist eine automatische Nachricht. Die Weltwache hat festgestellt, dass alle Aufseher ausgeschaltet sind. Gute Arbeit. Responder-Team, begebt euch zum Anbauzentrum und dort zum Hauptrechner. Ihr müsst die Mr. Farmhand Zielparameter zurücksetzen. Das müsste unsere Leute in diesem Gebiet schützen. Seid vorsichtig. Sollen wir das mal eben machen? Was denn? Ich habe gerade nichts reinbekommen, aber ich habe gehört, dass du was reinbekommen hast. Ach, konntest du was hören davon? Ja. Ah, das wurde scheinbar geändert dann, oder? Nein, ich hab nicht wirklich gehört, was gesagt wurde. Ich hab's nur über dein Mikrofon sozusagen ganz, ganz leise gehört, dass du was hörst sozusagen. Oh nein, du kannst mein Mikro über das Mikro hören? Mein Headset über das Mikro hören? Das sollte eigentlich nicht sein. Oder ich hab Wanzen bei dir installiert. Oh oh. Du auch? Ja, was willst du machen? Die Computer zurücksetzen, dann können wir denen helfen. Aber ich sehe gar nicht, ich dachte, ja doch, die sind hier. Einen Moment, wollen wir das eben machen? Was meinst du? Dann helfen wir denen. Mr. Farmhand, sie sind hinten in dieser Vortec, waren wir schon mal drin, in dieser blauen Anlage. Hier, glaube ich. Nein, hier ist eine andere Quest, aber... Ach so.
Hier ist, ja, hier werden wir hingeschickt gerade von der Hauptquest, aber diese Mr. Farmhands sind da unten in dieser, kannst du dich noch an diese blaue Vault-Tec, riesen Landwirtschaftshaus-Ding erinnern? Ja. Genau, da sind die Mr. Farmhands, oder da kann man die zurücksetzen. Ach so. Und das hier ist was anderes, meinst du? Das hier ist, was ist das denn? Was wird denn hier angezeigt? Optional, suche ihren Aufenthaltsort im System. Selbstbedienungsregistrierungskiosk. Jetzt sind wir auch wieder da, wo wir eigentlich das letzte Mal waren. Ja. Gibt es eine gewisse Person, die wir gerade finden müssen, oder? Ah, wir könnten uns als Freiwillige melden hier scheinbar, oder? Oh, wir haben... Ich glaube, das habe ich das letzte Mal aus Versehen schon gestartet, als du herausgequetscht bist. Ah, suche am nahegelegenen Fluss nach Kesha. Also du musst nach Kesha im System suchen. Aha. Bei mir steht Willkommene Überlebende. Dieses Programm wurde entwickelt, um aus gewöhnlichen Überlebenden zertifizierte freiwillige Responder zu machen. Aufgaben der Freiwilligen ist es, anderen zu helfen. Und unsere Aufgabe als Responder ist es, allen zu helfen. Auch Ihnen. Freiwillige hier anmelden. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Oh, Herausforderung abgeschlossen. 10 Atome. Nochmal, willkommen Freiwilliger. Übertrage Kurs auf externe Hardware abgeschlossen. Melde dich bei Responder Cacher McDermott, um weitere Anweisungen zu erhalten. Ja. Ach, Personenverzeichnis. Guckst du da gerade rein? Ja, ich bin gerade auch bei Cacher McDermott. Rang Responder, Beruf Forscherin, Spezialität Hydrologie und Pädagogik. Letzte Anmeldung am 25.10.96 und der letzte Aufenthaltsort war Flatwoods River. Unterkunft ist 3 Church Road. Anmerkungen: Überwacht die Wassersicherheitsprotokolle in Flatwoods und führt langfristige hydrologische Experimente durch. Die Route müssen wir finden. Ja, oh, guck mal, wie schön. Hier über Miguel Caldera, der ist ja dann scheinbar doch hier angekommen von Morgantown. Da hatte ich in Morgantown nämlich etwas von ihm gehört. Und Delbert Winters, das ist doch der Pastor hier, oder? Ja, ich glaube. Glaube ich. Oh, so viel zu lesen. Wollen wir das alles durchlesen, was die da so erlebt haben? Ja, das können wir gerne machen, ja. Hast du schon Ben Ami? Also hast du oben Dessa, also Ben Ami Dessa und dann Caldera Miguel, darunter Colonel? Ja, du kannst gerne anfangen, einfach von oben. Okay. Also, Ben Ami war das, ja, oder? Genau. Ben Ami Dessa. Rang Responder. Aufgabe Leiterin des Responder Außenpostens in Flatwoods. Spezialität Führungsqualitäten. Letzte Anmeldung 5.11.96. Letzter Aufenthaltsort Kirche in Flatwoods. Unterkunft 8. Church Road. Anmerkungen: Leitet den Responder Außenposten in Flatwoods. Dokumentiert die guten Taten der Responder. Und was ist mit den schlechten Taten? Die notiert vielleicht jemand anders. Die machen keine schlechten. Die Responder sind nett. Die machen keine schlechten. Ja, Caldera, Miguel. Ja. Darf ich? Ja, du darfst. Rang Responder, Beruf Ingenieur, Spezialität Überlebenstraining, Robotik, Programmieren. Ja, davon haben wir am Flughafen in Morgantown was gelesen, liebe Welt da draußen. Und Sacrifice natürlich, du hast das wahrscheinlich noch nicht mitbekommen. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt ist die Folge auch noch gar nicht veröffentlicht. Aber das ist sehr interessant, dass das hier so Querverweise gibt eben, dass die Geschichte hier quasi weitergeht. Letzte Anmeldung war am 15.06.96, letzter Aufenthaltsort... Ah, der Flughafen, da steht's ja auch. Flughafen Morgantown, Unterkunft 17. Bridge Street und Anmerkungen, hat neue Selbstbedienungskiosks und eine automatisierte Vorratskammer installiert. Wurde zum Flughafen Morgantown transferiert, um Unterkünfte für Überlebende zu bauen. Ja, und genau das war da auch der Fall. Haben wir da gesehen, das ist super interessant alles.
Colonel, darf ich? Ja. Rank Responder, Aufgabe Betreuer, Spezialität Kinderbetreuung. Letzte Anmeldung 21.05.1996, vermute ich mal. Letzter oder 2096? Wahrscheinlich eher 2096, ja. Ja, ja. Letzter Aufenthaltsort unbekannt, Unterkunft 13. Bridge Street. Anmerkungen schloss sich den Respondern im Alter von 13 Jahren an. Setzt sich dafür ein, Kindern Überlebenskenntnisse zu vermitteln. Okay. Oh, ein guter Mensch. Ja. Ja, McDermott Kesha hatten wir ja schon. Dann McLeader Cullen. Darf ich? Ja, du darfst. Okay. Rang freiwilliger Responder, Beruf Ingenieurs-Spezialität. Versuch, die Responder zu kontaktieren. Letzte Anmeldung 20.11.2096. Letzter Aufenthaltsort Flughafen Morgantown, Unterkunft keine. Anmerkungen: Versuch, die Responder zu kontaktieren oder einfach irgendjemanden. Sieht das überhaupt jemand? Ja, wir sehen das gerade, ja. Shepard, Scott. Ich mache mal, ja? Ja. Rang Freiwilliger, Aufgabe Krankenpfleger. Spezialität, kennt die größeren Zusammenhänge. Letzte Anmeldung, 15.03.96. Letzter Aufenthaltsort, Green County Motel. Unterkunft, 2. Church Road. Anmerkungen, recherchiert die Gründe für das Warum. Hat Theorien zu vielen Themen, die meisten davon politisch oder paranormal. Ah ja, vor allem er hat nur Theorien und er kennt die größeren Zusammenhänge. Sehr schön. Und Wilkins, Gary? Ich mach mal, ja. Ja, ja. Rang freiwilliger Responder, Aufgabe Überlebenskoordinator, Spezialität Botengänge, Navigation. Letzte Anmeldung 24.07.96, letzter Aufenthaltsort unbekannt, Unterkunft 17. Bridge Street. Anmerkungen zum Flughafen Morgantown, transferiert. Ja. Delbert Winters. Rang, Responder, Aufgabe, Moraloffizier und Koch. Spezialität, Kochen, Predigten, Moral. Letzte Anmeldung, 24.07.96, letzter Aufenthaltsort, Talbots Haus. Unterkunft, 21. Bridge Street. Anmerkungen, leitet in Flatwoods die Küchen und das Mitbringessen. Führt für Überlebende Kurse über Lebensmittelsicherheit durch. Dann haben wir noch Jades, Sophie. Mhm. Oh, Rank. Rank ist aber falsch geschrieben, oder? War das ja, nicht gerade anders? Ja. Rank, Freiwilligen, Anwärterin, Aufgabe keine, Spezialität unbekannt. Letzte Anmeldung, 24.07.96, letzter Aufenthaltsort, Delbats Haus, Unterkunft, 10. Church Road. Anmerkungen: seit 20.01.96 Teilnehmerin an Delberts freiwilligen Training. Haben wir denn in Delberts Haus, also Delbert war ja jetzt der Prediger, haben wir denn da noch eine Leiche gefunden oder hat die gar überlebt und ist doch woanders hingegangen? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Oh. Oh, Gegenstandsbelohnung gerade. Huch, hier ist ja richtig was los. Oh ja, ich auch. Och, so viel. Erster Kontakt. Quest abgeschlossen. Ah, okay. Ja, jetzt haben wir noch eins nach dem anderen, oder? Suche am nahegelegenen Fluss nach Kesha. Und ich wollte dir oben eigentlich das letzte Mal noch eine Notiz zeigen, die du noch vorlesen könntest. Die lag hier nämlich so schön. Beziehungsweise hier war erstmal ein Holoband, das wir, glaube ich, noch nicht gehört haben, von Tabitha oder Tabitha oder wie auch immer. Darf ich? Ich habe auch was gefunden. Ach so, ein Zettel, ja. Darf ich an Janet lesen? Mhm. Liebste Janet, 4. Mai 2096. Ach, wie sehr ich dich vermisse. Mir fehlt dein verschmitztes Lächeln. Mir fehlt die Wärme deiner langen, innigen Umarmungen. Ich erinnere mich noch, wie glücklich wir damals waren, als wir zusammenlebten. Selbst wenn ich mich mittlerweile nicht einmal mehr an dein Gesicht erinnern kann. Es tut mir so unendlich leid, Janet.
ich hätte dir vertrauen und mit dir Hand in Hand in diesen Vault gehen sollen. Ich habe mir in den letzten 20 Jahren wegen dieses unglaublich dummen Fehlers jeden Tag Vorwürfe gemacht. Das Leben hier draußen ist die reinste Hölle. Nun, ich sage hiermit endgültig, lebe wohl. Ich werde dich nie vergessen, Liebling. Es wird hier draußen immer aussichtsloser. Ich warte schon lange darauf, dass sich dieser Vault öffnet und ich dein wunderschönes lächelndes Gesicht wiedersehe. Aber ich kann nicht noch länger warten. Ich muss weiter. Ich muss nach vorne schauen. Ich hätte diesen Job in DC niemals annehmen dürfen. Viel Glück, Janet. Leb wohl. Und alles Gute zum Geburtstag, Prinzessin. Auf ewig dein James. Oh, das ist ja richtig traurig. Ja. Dann war seine Frau oder seine Freundin wohl sehr hochbegabt und intelligent und wurde in die Wolke gelassen und er nicht? Scheint so, oder er wollte nicht. Er hat einen Job in DC vielleicht angenommen. Na, das ist traurig. Ja. Wollen wir auf drei? Ja, genau. Eins, zwei, drei. Einfach da hineinsprechen? Bin ich laut genug? Okay. Hallo. Was genau soll ich sagen? Ja, erzähl einfach ein bisschen darüber, wie du hergekommen bist und über dein Leben. Das hier ist ein historisches Dokument. Leg los, Tabitha. Okay, also... Danke. Ich bin jetzt seit 9 Tagen trocken. Und ich bin seit 9 Tagen hier. Mein Name ist Tabitha. Und das ist meine Geschichte. Gerade habe ich alles erfahren. Der Krieg, die Bomben, mir ist eben erst klar geworden, dass das alles wirklich passiert ist. Jahrelang hatte ich wegen der Kims Halluzinationen. Das hat meinem Gehirn geschadet. Einen schlimmeren Trip kann man sich nicht vorstellen. Jedes Mal, wenn ich wach genug war, um nach Nahrung zu suchen, fand ich mehr Camps. Und nun ja, so ging es immer weiter. Der Wahnsinn war mein Gefährte. Ohne die Responder würde ich immer noch herumziehen, gegen riesige Ratten kämpfen und im Müll wühlen. Die Responder sind gute Leute. Der Arzt in der Kirche hat mir einige Medikamente gegeben, die sehr helfen. Es gibt auch eine Gruppentherapie und... Ja, das ist gut. Das alles hilft mir. Aber ihr solltet nicht in die Berge gehen. Die Leute da manipulieren euch nur. Und dann macht ihr Sachen, die ihr eigentlich nicht wollt. Leuten wehtun. Und es gibt so viele Camps da oben. Ich war zu lange dort und... Ich habe Menschen wehgetan. Ich konnte nicht richtig denken. Konnte einfach nicht. Schon okay, Tabitha. Weißt du noch, was wir in der Gruppe gesagt haben? Nimm dein Addicte und ruh dich aus. Denn es wird bald alles besser. Es ist okay. Wir sind für dich da. Ja, ich nehme es. Sobald es mir besser geht, breche ich aber nach Westen auf. Weg von hier, weg von den Camps, von allem. Mir geht es von Tag zu Tag besser, aber die Jahre mit den Camps... Der Strahlung, den Nächten im Dreck. Das fordert seinen Tribut. Ich lege mich wieder hin. In Ordnung? Okay. Danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, Tabitha. Jetzt ruh dich aus. Alles wird gut. Du bist
bist jetzt in Sicherheit. Ja. Mhm. Ja. In den Bergen gibt es also Camps. Also nicht, dass ich Camps möchte, aber vielleicht sollten wir da mal ein bisschen aufräumen. Ja. Leute, die andere Leute manipulieren, ist nicht gut. Ja, genau. Ja, und wir sind am Folgenende. Genau, ja. Ja, es gab in dieser Folge sehr, sehr viel Geschichte diesmal. Ich denke, demnächst wird wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Action geboten sein. Ja. Genau. Wir dürfen. Dann bedanken wir uns für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch von uns. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.